Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Birgit von Kreativstempel, heute mit Teil 6 meiner Videoreihe 10 Ideen zur Celebration. Heute dreht sich alles um die wunderschönen Stanzformen Sommerblüten. Und zwar sind das diese fantastischen Stanzblüten hier. Stanzformen, Entschuldigung. Und die findet ihr in unserer Celebration-Broschüre auf der Seite 13. Diese Stanzformen passen übrigens ganz super zu unserem Stempelset Shedded Summer aus dem Jahreshauptkatalog. Da sind diese Stanzformen genau passend dafür. Und zwar habt ihr hier einmal diese Stanzform und einmal diese Stanzform dabei und diese. Ihr habt hier wunderschöne Sprüche dabei. Die sind zwar auf Englisch, aber Happy Birthday zum Beispiel oder Thank you, Hello you, das verstehen doch viele. Also man kann schon ein paar Sprüche daraus auch gut verwenden. Es ist ein sehr, sehr schönes Stempelset und da gibt es eben diese Stanzformen hier dazu während der Celebration. Und zwar könnt ihr sie bekommen gratis, mit in euer Paket gelegt, bei einem Bestellwert von 120 Euro bekommt ihr die quasi dazu geschenkt, wenn ihr das gerne möchtet. Und ich habe heute eine Idee zu diesen Stanzformen für euch mitgebracht. Und zwar könnt ihr nämlich hier nicht nur mit diese Stempelmotive ausstanzen, sondern hier auch wunderschöne Blüten damit zaubern. Und ich habe folgende Idee für euch mitgebracht. Und zwar habe ich eine Trapezkarte gewerkelt. Und zwar Trapezkarte, weil die hier eben so trapezförmig gefaltet ist. Wenn man die öffnet, erkennt man hier diese Falztechnik. Und hier seht ihr diese schönen Blüten, die ich mit den Stanzformen ausgestanzt habe und das Schöne hier arrangiert habe auf der Karte. Im Hintergrund seht ihr die Stempelabdrücke von dem passenden Stempelset Shedded Summer. Und ja, wie diese Karte gewerkelt wird, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht als allererstes dazu einen großen A4-Bogen in der Farbe Granit. Übrigens findet ihr immer alle Maße und alle Produkte hier in diesem Video verlinkt. Direkt unter dem Video ist ein Link zu meiner Homepage und auf der Seite findet ihr nochmal alle Maße und auch alle Produkte per Abbildung, per Foto. Und wenn ihr da draufklickt, landet ihr direkt in meinem Online-Shop. Ihr könnt aber auch samstags an meiner Sammelbestellung teilnehmen und mir eure Wünsche schicken. Aber jetzt legen wir los. Ihr braucht also einen großen Farbkarton A4 in der Farbe Granit. Und den schneiden wir uns jetzt auf die Maße 29 x 14,5. Das wird unsere Grundkarte. Und ihr braucht dazu euer Schneidbrett. Die Schneidklinge nach oben und wir kürzen jetzt die lange Seite auf 29 cm. Legt ihr also hier in eurem Schneidbrett da ganz links bei 29 cm ab und kürzt die lange Seite. Und dann dreht ihr euer Papier auf die kurze Seite und die kürzen wir uns auf 14,5 cm. So, und jetzt müssen wir einmal falzen. Und zwar dreht ihr das Papier jetzt wieder auf die lange Seite, schiebt eure Falzklinge nach oben. Bei unserem Stampin' Up Brett ist es die hellgraue. Und jetzt legt ihr die lange Seite ein und falzt einmal die lange Seite in der Mitte bei 14,5 cm. Und dann kann das Schneidbrett erstmal beiseite. Wir falzen zwar jetzt gleich weiter, aber das machen wir nicht mit dem Falzbrett. Ihr legt euch jetzt diese Falzlinie vor euch waagerecht hin und jetzt braucht ihr ein Lineal und einen Bleistift. Und wir machen jetzt direkt an dieser Falzlinie 4 Markierungen. Das heißt, ihr legt direkt an der Falzlinie euer Lineal bei 0 an und macht eine erste Markierung mit dem Bleistift bei 3,5 cm direkt auf der Falzlinie. Eine zweite bei 5,5, eine dritte Markierung bei 9 cm und eine vierte bei 11. Und so habt ihr dann hier diese 4 Markierungen.
Und jetzt falzen wir wieder. Und dazu nehmt ihr euch am besten so ein Falztool und ein Lineal. Ihr könntet das auch mit dem Falzbein machen. Das würde auch gehen. Und jetzt falzen wir. Und zwar von diesen beiden rechten Markierungen aus zur oberen Ecke und von den beiden linken zur oberen rechten Ecke, Entschuldigung, und von den beiden linken Markierungen aus zur oberen linken Ecke. Also ihr beginnt hier bei der ganz rechten 11 cm Markierung, legt euer Lineal da an und justiert es hier genau auf die Ecke aus. Und falzt dann einmal kräftig hier mit eurem Falztool. Von der zweiten, von der 9 cm Markierung aus, auch wieder genau zu derselben Ecke. Und schaut, dass ihr eben auch wirklich in der Ecke landet. Also diese beiden Markierungen hier, trifft sich dann hier die Falzlinie direkt in der Ecke. Und dann sieht das so aus. Ich hoffe, die Kamera zeigt das. Und von diesen beiden linksseitig gerichteten Markierungen aus, machen wir dasselbe jetzt zur linken oberen Ecke. Also von der 5,5 cm Markierung aus zur linken oberen Ecke. Schön kräftig falzen. Und von der 3,5 cm Markierung aus auch zu dieser linken oberen Ecke. So, jetzt dreht ihr euer Papier einmal um 180 Grad und macht dasselbe noch einmal. Von diesen beiden rechten Markierungen aus zur rechten Ecke. So, da solltet ihr wirklich sehr genau arbeiten, dass ihr auch wirklich gut in dieser Ecke landet. Und von der Markierung aus jetzt hier von der 5,5 wieder in der linken oberen Ecke. Und von der 3,5 cm Markierung ebenso. So, und dann sieht es so aus. Hier bin ich ein bisschen abgerutscht. Sollte nicht passieren. Und jetzt können wir das Ganze mit dem Falzbein nachfalzen. Zuerst falzt ihr einmal die mittlere Falzung. Und jetzt falzt ihr die erste innere Falzlinie, das Papier nach hinten. Das heißt, ihr drückt euch das jetzt hier, die innere Falzung einmal nach hinten. Fahrt ihr hier mit dem Falzbein schön nach und achtet darauf, dass ihr schön in der Mitte, in der Ecke seid. Und die darauffolgende Markierung, die falzt ihr zu euch hin. Aber eben auch nur hier bis zu dieser Querfalz, nicht darüber hinaus. Und schaut auch darauf, dass ihr wieder schön in der Ecke landet. Also die erste Falzung von euch weg und die nächste wieder hin. Und das macht ihr jetzt auf jeder Seite so. Die innere falzt ihr von euch weg und nur bis zu dieser Falz, bis zu dieser Querfalzlinie. Und die darauffolgende falzt ihr wieder zu euch hin. Ebenso nur bis zu dieser Querfalz. Und achtet wirklich drauf, dass ihr schön in der Ecke landet. Ne? So. Und dann entsteht hier quasi, halt falsch rum, automatisch eben die erste Falzung zu euch hin und die andere von euch weg. Und dasselbe macht ihr jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Die erste Falzung wieder von euch weg. Von der Querfalzlinie bis in die Ecke rein. Und die darauffolgende, die wird wieder zu euch hingefalzt. Und
Und auf der anderen Seite macht ihr das ganz genauso. Die innere Falzlinie, die kommt von euch weg. Und achtet immer drauf, dass ihr wirklich nur von der Querfalz aus falzt und nicht darüber hinaus. Und die zweite, die geht wieder zu euch hin. So, und wenn ihr jetzt die Karte so zusammendrückt, also mit den an der Mittellinie, an dieser mittleren Falzlinie, hier so zusammendrücken die Karte und dann einfach zusammenfalzen. Und dann legt ihr sie flach hin und falzt hier einfach noch einmal kräftig alle Falzlinien nach. Und so entsteht diese Trapezkarte. Wenn ihr sie aufklappt, habt ihr hier die Innenseite, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Auf der Innenseite habe ich hier ein Stück weißes Papier eingeklebt und das auch bestempelt. Und da kann man dann noch einen schönen Spruch draufschreiben. Genau. Also nochmal, wenn ihr das gefalzt vor euch liegen habt, einfach hier die Seiten zusammendrücken und dann an der mittleren Falzlinie zusammenfalzen und nochmal schön gründlich nachfalzen. So, jetzt brauchen wir Papier für die Vorderseite und für die Innenseite. Dazu braucht ihr ein Stückchen Grundweiß für die Innenseite in 14x14 cm und ein Stückchen Kirschblüte ebenfalls in 14x14 cm. Und bei diesen beiden machen wir uns wieder eine Markierung. Und zwar jeweils am oberen Rand. Und zwar legt ihr hier am oberen Rand euer Lineal wieder bei 0 an und macht die erste Markierung bei 5,5 und die zweite bei 8,5. Und so habt ihr dann hier diese beiden Markierungen. Dasselbe macht ihr bei dem Farbkarton in Kirschblüte. 5,5 und 8,5. Und jetzt brauchen wir wieder das Schneidbrett. Und jetzt schrägen wir uns das Papier ein, damit wir das dann eben hier in dieser Form, dieser Trapezform, auf die Karte vorne aufkleben können. Dazu nehmt ihr euch egal welchen Bogen zuerst. Ich fange jetzt hier mit Kirschblüte an und ich lege mir jetzt hier die obere rechte Markierung in meine Schneidrille und das rechte untere Eck. Also schau, dass ich mir das hier in meine Schneidrille hineinlege, sodass das hier die Markierung genau in der Schneidrille liegt und das rechte untere Eck. Hier könnt ihr nochmal kontrollieren in dieser Rinne, ob das auch richtig mittig liegt und dann könnt ihr das einmal durchschneiden. So, und dasselbe machen wir jetzt hier von der oberen linken Markierung zur unteren linken Ecke. Hier ruhig nochmal ausrichten und wieder durchschneiden. Und dann bekommt ihr die Trapezform. Dasselbe machen wir mit dem weißen Papier. Obere rechte Markierung, untere rechte Ecke in die Schneidrille einlegen und durchschneiden und jetzt die obere linke Markierung und die untere linke Ecke. Ich rate euch immer, die Schneidklinge nach oben zu schieben und an dieser geraden Seite abzuschneiden und nicht von unten über die Ecke, weil sonst knickt sich eure Ecke ein und dann ist das nicht mehr schön, euer Papier. So, wunderbar. Und jetzt können wir diese beiden Teile bestempeln. Ihr könnt euch hier oben mit dem Radiergummi noch die Markierungen so ein bisschen wegradieren, falls man die noch ein bisschen sehen sollte. So, als erstes bestempel ich mir mein weißes Papier. Und dazu nehme ich mir aus dem Stempelset
einmal das große Blumenmotiv und einmal das kleine Blumenmotiv. Das habe ich mir schon mal auf Acrylblöcke befestigt und nehme mir Jade dazu. Sorry, ich habe hier diese Karte mit Jade Kirschblüte gearbeitet. Jetzt möchte ich einmal mit Kirschblüte und Brombeermus arbeiten. Genau, das heißt, ich mache auch die Blüten in Brombeermus. Ihr könnt natürlich jetzt die Farbe wählen, wie ihr möchtet. Ich mache meine zweite Karte jetzt in Brombeermus. Drum stempel ich hier innen meine Motive auch mit Brombeermus. Und mache mir das größere Motiv hier unten rechts hin und dann so schräg versetzt hier oben das kleinere Motiv. So. Einmal hier und von oben hier so links in dieser Ecke nur so einen kleinen Ausschnitt von dem kleineren Motiv. Und das lasse ich jetzt trocknen. So, jetzt nehme ich mir Kirschblüte zur Hand und bestempel mir jetzt meinen Farbkarton in Kirschblüte. Ich möchte also hier im Hintergrund auch diese Blütenmotive haben. Dazu reinige ich jetzt erst nochmal meine Stempel. Jetzt nehme ich mir als erstes das größere Motiv. Und das stempel ich mir jetzt einmal. Bei so größeren Motiven mache ich das meistens so, dass ich den Acrylblock verkehrt rum hinlege und dann von oben mit dem Stempelkissen betupfe. Jetzt mache ich mir ein Motiv hier so schräg oben rein. Dann mache ich mir dasselbe Motiv nochmal. Einmal gedreht, so schräg von unten. Und dann nehme ich mir noch das kleinere Motiv und stempel mir das hier noch hin. So. Und so habe ich jetzt im Hintergrund Ton in Ton ein paar Blüten gestempelt. Und darauf kann ich dann die anderen Motive arrangieren. So. Als nächstes müssen wir uns hier erst einmal diese ganzen Blüten ausstanzen. Das habe ich allerdings schon mal vorbereitet, damit es nicht so lange dauert, das Video. Und zwar braucht ihr Folgendes. Entweder eben in Jade oder in Brombeermus. Und ihr braucht noch ein bisschen Grundweiß dazu. Ich zeige euch das mal hier alles. Mal alles aus meinem Tütchen raus, das brauchen wir später. Und zwar braucht ihr für diese Blüte einmal dieses Teil in Brombeermus und einmal dieses in Weiß. Und das klebt ihr euch dann so übereinander. Dann braucht ihr einmal dieses in Brombeermus und das in Weiß und klebt euch das wieder übereinander. Und dann habe ich mir noch diese Blätter hier. Das ist einmal dieses Motiv und einmal dieses. Und zwar habe ich mir das hier in den Hintergrund gestanzt mit Lindgrün und dieses obendrauf in Lotengrün. Und das klebt ihr dann genauso übereinander. Davon braucht ihr zwei Stück. Also ihr stanzt jedes zweimal aus. Das in Lindgrün und das in Lotengrün. Und dann habe ich mir noch diese kleinen Blätter zusätzlich in Lindgrün ausgestanzt, zweimal. Genau, das brauchen wir jetzt. Ah ja, und dann brauchen wir noch diese Blüte hier. Und zwar brauchen wir die einmal in Brombeermus. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und zwar geht es wunderbar bei diesen Motiven mit unserer kleinen Mini-Stanzmaschine. Die ist total praktisch für so kleine Stanzteile.
Die kostet 73 Euro und ihr habt hier alle Platten dabei, die ihr braucht. Auch noch für die Prägeformen habt ihr die Platten dabei und die sind also fantastisch. Jetzt braucht ihr also diese Blüte und ein Reststück Brombeermus. Nehme ich mir jetzt mal hier. Ich habe meine Reste immer in so einer Tasche drin. Und stanze mir jetzt hier einmal diese Blüte aus. Und das geht total easy und einfach hier mit unserer Mini-Stanzmaschine. Und die passt auf jeden Basteltisch, weil die so schön klein und schnuckelig ist. So, das brauchen wir also. Und dann haben wir eigentlich alles ausgestanzt, was wir so brauchen. Dann könnt ihr die Stanzformen erstmal wieder wegräumen. Also ich finde die wirklich, wirklich fantastisch. Eben nicht nur für die Stempelmotive, sondern auch für diese Motive hier. Was wir noch brauchen, ist unser Etikett. Das kommt aus der Handstanze Oval Duo. Die findet ihr im Jahreshauptkatalog. Und da habe ich mir dieses hier schon mal in Granit ausgestanzt. Und den Aufleger bestempeln wir uns jetzt in Brombeermus. Ich hatte das vorbereitet in Jade. Da ich aber jetzt ja meinen Stempel, meine Blüten nicht in Jade mache, sondern in Brombeermus, muss das natürlich passen. Deshalb nehmt ihr euch einfach so eine Ecke hier von dem Rest, was wir abgeschnitten haben, nehmt euch nochmal euer Stempelkissen in Brombeermus oder eben in Jade, je nachdem in welcher Farbe ihr gemacht habt. Und ich habe hier aus dem Stempelset Happy Birthday genommen. Das stempel ich mir jetzt hier einmal auf. Und dann kann ich mir das mit meiner Handstanze ausstanzen. Dazu muss ich mir jetzt hier unten ein bisschen die Ecke abschneiden, sonst komme ich in meine Stanzform nicht rein, weil das kleine Oval ganz hier unten ist. Und jetzt richte ich mir das hier schön aus. Das passt nämlich gerade so hier hinein. So. Und dann haben wir das auch schon fertig. Das könnt ihr euch dann hier schon mal mittig mit ein bisschen Flüssigkleber auf die Mitte von eurem granitfarbenen Wellenoval aufsetzen. Das brauchen wir dann gleich. Und jetzt können wir die Karte zusammensetzen. Bei der anderen Karte habe ich noch ein Schleifenband in Kirschblüte in den Hintergrund geklebt. Hier brauchen wir natürlich jetzt eins, was hier dazu passt. Da habe ich mir jetzt ein Schleifenband genommen. Das gab es im Herbst-Winter-Katalog. Ansonsten könnt ihr auch ein weißes Schleifenband nehmen, wenn ihr dieses jetzt nicht habt. Also weiß würde hier auch gehen. Könnt ihr auch draufkleben. Ich gucke mal kurz, ich habe ja auch ein weißes Schleifenband. Da könntet ihr zum Beispiel hier dieses Knitteroptik nehmen. Ja, kommt, wir nehmen das Weiße. Also das gibt es noch im Jahreshauptkatalog. Das ist das Schleifenband, Saumband Knitteroptik. Genau. So, als erstes klebt ihr euch jetzt hier ins Innere hinein diese weiße Karte. Dann kann die schon mal antrocknen. Macht ihr euch einfach ein bisschen Flüssigkleber auf die Rückseite. Und klebt euch das hier schön mittig in eure Karte rein. Und ich verteile das immer gerne nochmal mit dem Falzbein, dass sich der Kleber schön verteilt. So, dann kann das hier schon mal antrocknen. Und das können wir noch nicht aufkleben, weil da kommt erst das Schleifenband rum. Und zwar macht ihr da Folgendes. Ihr nehmt euch einen Stampin' Seal, einen Kleberoller. Und dann habe ich mir das hier so ins untere Drittel eingeklebt. Das heißt ungefähr hier so hin. Mache mir da jetzt einfach hier ein bisschen Kleberoller drauf. Klebe mir hier mein Schleifenband drüber.
Wenn das jetzt ein bisschen der Kleber übersteht, macht das nichts. Hier kommen ja noch Motive drauf. Dann könnt ihr das umdrehen und hier einfach kürzen. Und dann könnt ihr euch diese kleinen Enden hier auf der Rückseite einfach fixieren. So. Perfekt. Und jetzt können wir den Rest auf die Karte setzen. Und ich mache das immer gerne so. Ich lege hier mal die andere Karte mit in die Kamera, dass ihr sie seht. Ich bin da immer gerne ein Freund davon. Ich lege mir das immer erstmal so hin und arrangiere mir so die ganzen Teilchen auf meiner Karte und gucke, wie möchte ich das denn gerne haben. Hier soll ja dann das Etikett hin. Da mache ich mir schon mal zwei Dimensionals hinten drauf, aber ziehe noch nicht die Trägerfolie ab. Das dient mir jetzt nur dazu, dass ich das so sehen kann, wie die unterschiedlichen Lagen dann sind. So, dann habe ich mir das hier noch in den Hintergrund gesetzt. Diese Blüte hier so dazwischen. So. Und dann kommen hier noch diese beiden Blätter so unten drunter. So. Also so würde ich das jetzt ungefähr auf meiner Karte anrichten, sage ich jetzt mal. Dann nehme ich mir jetzt nur mein Etikett weg, lasse die Blätter hier so liegen und nehme mir diese Blüte runter. Und diese beiden Blätter halte ich mit meinem Finger fest und klebe mir die jetzt hier einmal, mit etwas Tombow fest. Da knicke ich das hier vorsichtig nach oben, mache mir dann Klecks Tombow drunter. Und dann hier auch. Macht das vorsichtig, dass es nicht abbricht, weil das ist hier wirklich sehr, sehr dünn. Und dasselbe mache ich jetzt hier mit dem Blatt. So, und dann sitzen die Blätter schon mal. Diese Blüte habe ich mir auch mit Dimensionals festgeklebt. Und zwar mache ich mir da einfach hier hinten drauf zwei große Dimensionals. Und dann kann ich diese Blüte hier schon mal befestigen. Und zwar kommen die so hin. So, und jetzt gucke ich, wo kommt mein Etikett hin. Das kann ruhig hier ein bisschen überlappen. Und schaue dann jetzt, wo ich diese Blüten hinklebe. Und zwar werde ich das dann so machen. Jawohl. Also diese Blüte, die schiebe ich mir so leicht noch unter das Etikett. Mache mir ein bisschen Kleber drauf. Schiebe die hier so leicht drunter. Diese Blüte kommt hier so dazwischen. Und dann nehme ich mir kleine Dimensionals hinten drauf. Und mache mir die hier so an die Blätter dran. Nicht in die Mitte, weil da sind ja die kleinen Löchlein drin und da würde man diese weißen Dimensionals durchsehen. Deswegen auf die Blätter. Und dann setze ich mir die hier so dazwischen. Perfekt. Und dann klebe ich mir als erstes hier das Etikett auf. Jawohl. Und dann kommen hier noch die kleinen Blütenblätter unten drunter. Da mache ich mir einfach nur ein bisschen Flüssigkleber. Da pappt aber was dran hier. Gott sei Dank kann man den Tombow so einfach abziehen. Entschuldigt bitte. So, und dann schiebe ich mir das hier so einfach dazwischen. Und das dann auch. Das kommt dann jetzt hier so unten drunter. Ja, dann doch so. So. Ja,
und dann können wir das Ganze jetzt auf die Karte kleben. Und das macht ihr wieder mit Flüssigkleber. Schön bis in die Ecken rein, damit es eben dann auch gut klebt auf eurer Karte. Und dann richtet ihr euch das hier schön mittig im Vordergrund aus, lasst ringsherum den gleichen Rand stehen, drückt es fest und dann könnt ihr die Karte nochmal öffnen und das auch von innen vorsichtig nochmal dagegen drücken. So, und jetzt darf natürlich ein bisschen Bling Bling nicht fehlen. Dazu nehme ich mir unsere Basic Strassschmucksteinchen und da setze ich mir jetzt hier einmal ein ganz großes in die Mitte dieser Blüte. Dann möchte ich hier noch eins drauf haben, dann nehme ich mir ein mittleres. Das kommt hier hinein und dann kommt hier unten noch ein auch ein mittleres. Das setze ich mir hier hin. Ja, und fertig ist meine Trapezkarte. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder eine schöne Idee zeigen für unsere Celebration-Prämie, nämlich dieses Mal die Stanzformen Sommerblüten aus der Celebration-Broschüre auf der Seite 13. Die könnt ihr, wie gesagt, bekommen bei einem Bestellwert von 120 Euro. Einfach gratis dazu. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, eure Birgit.